Hallo Kinder, das ist der Rainer. Das ist der Kevin. Der eine wiegt 250 Kilo, der andere stemmt 250 Kilo. Der Kevin war den Rainer letzte Woche besuchen. Diesen Besuch haben die beiden ins Internet übertragen. Ganz viele Leute haben sich das dann angeguckt. Nachdem der Kevin dann wieder zu Hause bei seinen Schuhen war, ist was Seltsames passiert. Vor 2 Wochen mochten alle Leute die Videos vom Kevin gerne anschauen. Doch jetzt nicht mehr. Aber warum ist das so? Der Rainer, den der Kevin besucht hat, mögen ganz viele Leute nicht gerne leiden. Der Kevin findet, dass das nicht okay ist. Mobbing nennt er das. Weil der Rainer aber ganz schön unartig ist, sind die Leute sehr böse auf ihn. Weil viele das nicht wissen, zeigen wir euch das heute mal. Der Rainer schimpft sich einen YouTuber. Der Rainer lädt viele Videos hoch. In diesen Videos redet er über Filme, die er nie gesehen hat. Über Bücher, die er nie gelesen hat. Sagt viele Dinge über Sachen, von denen er nichts weiß. Aber vor allem redet er über Hater, 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 Hater. Wenn es keine Hater mehr gäbe, hätte der Rainer nichts mehr zu sagen. Denn der Rainer lebt von negativer Aufmerksamkeit. Denn der Rainer hat noch nie etwas gemacht, was jemand unironisch gut finden konnte. Schaut euch mal ein paar seiner Videos an. Ohne die Hater hätte der Rainer nur eine Handvoll Zuschauer. Das ist der Michael. Michael geht in die Schule und alle sind gemein zu ihm. Weil er anders aussieht und woanders herkommt, lachen die anderen Kinder über ihn. Das ist überhaupt nicht in Ordnung. Er hat niemandem etwas getan und trotzdem ärgern ihn alle. Jeden Abend weint Michael und ist sehr verzweifelt. Das ist Mobbing. Das mag keiner. Das weiß der Kevin, das weiß der Rainer. Was der Michael aber noch nie gemacht hat, war sein Pipi-Mann den bösen Leuten im Internet zu zeigen. Der Michael würde den bösen Kindern nie verraten, wo er wohnt, oder sie zu sich nach Hause zum Spielen einladen. Obwohl er gemobbt wird, weiß er, dass er die anderen Kinder nicht anspucken sollte, oder treten, oder schlagen, oder mit Äxten nach ihnen werfen, oder mit einem Stock auf ihr Auto einzuhauen. Bei Michael zu Hause ist es dreckig, unaufgeräumt und stinkt. Obwohl er sie nicht mag, weiß Michael, dass auch die bösen Kinder zu Hause aufräumen, wenn ihre Eltern nicht da sind. Wenn Michael das nicht macht, ist das nicht die Schuld der bösen Kinder. Anders ist es bei Rainer. Der Rainer macht nie sauber. Der Rainer kümmert sich nie um sein Grundstück. Der Rainer weiß auch, dass kein Dach einstürzt, weil böse Menschen Eier auf sein Haus werfen. Der Rainer weiß, dass man den Müll an die Straße stellt, wo die netten orangenen Männchen den dann mitnehmen. Der Rainer weiß aber auch, dass diese Männchen Geld haben möchten. Und das gefällt dem Rainer gar nicht. Deswegen schmeißt der Rainer all seinen Müll einfach irgendwo auf seinen Hof. Auch wenn die Erwachsenen und ihre Gesetze das verbieten. Mit den Gesetzen hat der Rainer so seine Probleme. Der Rainer sagt immer ganz viele Pfui-Worte zu den Leuten. Oder wirft Sachen nach ihnen. Oder schlägt sie. Oder spuckt wie ein Lama nach ihnen. Das filmen die Leute dann. Deswegen gehen die Leute dann zur Polizei. Die Polizei ist dafür da, für Recht und Ordnung zu sorgen. Der Rainer ruft die Polizei aber ganz oft an und sagt, die anderen Kinder haben aber angefangen. Aber, wie alle Kinder wissen, aus zweimal Unrecht wird kein Recht. Weil die Leute zu ihm kommen, darf der Rainer noch lange niemanden tot machen oder schwer verletzen. Auch wenn er das gerne würde. Der Rainer hat auch schon mal seinen Pipi-Mann einem kleinen Kind gezeigt. Bei sowas verstehen die Erwachsenen keinen Spaß. Da werden viele Leute böse. Der Kevin findet aber, dass das nicht so schlimm sei und man solle nicht übertreiben. Normale Menschen würden für solche Sachen von der Polizei verhaftet und kriegen viel Ärger. Das ist ein Gefängnis. Die bösen Menschen, die hier leben, kosten den Staat Bayern jeden Tag 113,43 Euro pro Person. Wenn der Rainer die Polizei ruft und die mit den coolen Tatütatas kommen, kostet das jedes Mal um die 200 Euro. Wenn der Rainer das 5-mal am Tag macht, kostet das eure Mama und euren Papa und die Tante Angela im Fernsehen 1000 Euro. Wenn wir uns die 10er, 100er und 1000er Stellen angucken, sehen wir, dass es viel billiger für die Tante Angela wäre, wenn der Rainer im Gefängnis säße. 2018, als ihr eure Schultüten gebastelt habt, kamen den Rainer ganz viele Leute aus dem Internet besuchen. In einer Hamburger Zeitung steht, dass dieser Besuch die Tante Angela 750.000 Euro gekostet hat. Wenn die Tante Angela das dem Rainer in Rechnung stellen würde, müsste der Rainer für mehr als 18 Jahre ins Gefängnis. Das ist so lange, wie wenn eine Mama und ein Papa sich ganz doll lieb haben, bis das Kind ein eigenes Auto kriegt. Also ganz schön lange.
Wenn der Tante Angela das Geld von eurer Mama und eurem Papa etwas mehr wert wäre, würde sie den Rainer einfach ins Gefängnis tun. Dann wäre nämlich endlich Ruhe für alle. Für 750.000 Euro könnte man einen Verein, der richtigen Mobbing-Opfern Hilfe bietet, ein paar Jahre lang sehr helfen. Während die Polizisten den Rainer vor den bösen Leuten aus dem Internet beschützt haben, hat der bei sich gegrillt und sagt auch heute noch ganz böse Pfui-Worte zu den Polizisten. Das ist ein Gericht. Hier kommen böse Leute hin und der Mann vorne sagt, ob sie ins Gefängnis müssen. Hier war der Rainer schon ganz oft. Aber komischerweise musste der Rainer noch nie ins Gefängnis. Das findet Rainer gut. Alle anderen Leute finden das aber seltsam und sind deswegen sauer auf den Rainer und den Mann vorne im Gericht. Alle müssen sich an Regeln halten, nur anscheinend nicht der Rainer. Der Rainer will auch der Tante Angela vom Fernsehen an Weihnachten kein Geld geben, wie alle anderen Erwachsenen. Das finden die auch seltsam. Der Rainer will auch nicht jeden Morgen früh zur Arbeit gehen, wie eure Mama und euer Papa. Weil die Tante Angela aber Leuten Geld gibt, die nicht arbeiten wollen, bleibt der Rainer einfach zu Hause. Und weil der Rainer zu Hause bleibt, müssen eure Mama und euer Papa und alle anderen Erwachsenen noch viel mehr arbeiten. Das finden die natürlich doof. Wenn die dann zum Rainer sagen, dass sie das nicht okay finden, nennt er sie Hurensöhne, Wichser und droht mit Gewalt. Mama und Papa lassen sich das nicht gefallen. Das nennt man eine Eskalationsstufe. Weil der Rainer ganz viel früher mal in einem Video gesagt hat, wo er wohnt und dass die Leute zu ihm kommen sollen, machen die das auch. Und weil der Rainer sogar bis heute seine Adresse im Internet stehen hat, machen das ganz viele Leute, zu denen er frech war. Denn der Computer, wo das Internet drin ist, bringt auch im echten Leben Ärger. Nur weil man was im YouTube sagt, muss es da nicht bleiben. Das weiß der Rainer auch. Im Fernsehen war mal ein Video über den Rainer und einen kleinen Jungen. Der kleine Junge wurde im Internet gemobbt und hat sich umgebracht. Der konnte nichts dafür und die ganze Sache kann einem nur leid tun. Der Rainer stellt seine Sachen ins Internet, ohne dass ihn jemand darum bitten würde. Wenn die Leute das dann blöd finden und dem Rainer sagen, ist das kein Mobbing. Trotz allem, Sachen von ihm kaputt machen ist nicht okay. Auch Gewalt gegen ihn ist nicht okay. Dem Rainer zu sagen, dass seine Sachen schlecht sind und er sich löschen soll, ist aber sehr okay. Dem Kevin seine Existenz wegen Rainer kaputt zu machen, ist nicht okay. Kevin unter seinen Videos dafür zu kritisieren, dass er Pimmelzeiger nicht so schlimm findet, ist okay. Dem Kevin seine Familie zu beleidigen, seine Geschäftspartner mit reinzuziehen und seine Sponsorings kaputt zu machen, ist nicht okay. Aber sich schützen vor einem mehrfach verurteilten Straftäter und Querulanten zu stellen, ist es auch nicht. Mobbing ist ein ernstes Thema und geht alle Leute an. Mobbing-Opfer haben selten sexuelle Belästigung, Steuerhinterziehung, Körperverletzung, Meineid zur Sachbeschädigung, Nötigung, Beleidigung, Rufschädigung, Unterschlagung, Betrug, Gewerbeverbot, Ersatzhaft und noch vieles mehr auf dem Kerbholz. Der Kevin würde sich nicht vor den orangenen Mann aus dem Fernseher als Opfer von Wahlbetrug stellen. Also sollte der Kevin sich auch nicht vor den Rainer stellen. Denn der Rainer ist Täter und nicht Opfer. Denn der Rainer könnte alles beenden, wenn er nur wollen würde. Wenn der Rainer sich löschen würde, wäre bald Ruhe. Wenn der Rainer sich mal entschuldigen würde, wäre irgendwann Ruhe. Denn YouTube-Star zu sein, ist kein Grundrecht. Aber der Rainer will nicht. Denn dann müsste Rainer sein wie die Erwachsenen und arbeiten und früh aufstehen. Und das will der Rainer Pan sicher nicht. Ihr wisst jetzt, dass der Rainer nicht das Mobbing-Opfer ist und dass der Kevin ein guter Kerl ist, den man nicht so ärgern darf. Aber der Kevin sollte sich auch besser informieren. Seid lieb zueinander. Eure Maus.